Ja, guten Morgen. Das heißt, Moment mal. Moment mal, wir machen Sie mal auf morgen. Jawohl. So. Guten wir Morgen, mal, die Herrschaft. Sie, lassen Sie mal liefern. Palette Beton und vier Paletten und viermal Ziegel. Und ich stelle schon mal einen Kran auf. Warte. Du hast den kleinen Pritschenwagen. Ja. Wir gucken jetzt erstmal, was wir überhaupt machen müssen. Palette Beton und viermal Ziegel, ne? Genau. Palette Beton, Säcke und Säckel. Viermal. Mhm. So, da sind sie. Die stehen da hinten am Arsch der Welt. Du möchtest den Turmkran haben? Ja, ich bin nicht autorisiert. Ja, du musst ja wieder alles neu machen, weil wir hatten ja gerade ein paar technische Probleme. Genau, so. Wo stehen denn die Materialien? Da hinten, hier, da. Ich muss wieder alles neu machen. Habe ich jetzt hier da gesagt? Hier da, ja. Sie haben hier da gesagt, ja. Hier da. Gut, ich könnte die jetzt auch mit dem kleinen Pritschenwagen holen. Ja, dann hol die noch. Jawohl, Schulinov. Ich werde mal hier die Fahrzeuge entfernen. Schulinov! Ach komm, setz ihn in den Kran, der ist ja jetzt da, komm. Alter, du bist ja gerade dabei, komm, hau dich mal in den Kran und fertig. Und dann machst du das mal da. So. Genau, guck mal, der hat die erste Palette schon am Haken. Ja, der ist schneller, wie sie dachten. Der wollte schon mit ihnen Rennen fahren, glaube ich. Aber er zuckelt. Er zuckelt und ruckelt. Oh, sieht gut aus. Da oben sitzt er drin. Warum hauen sie jetzt ab mit dem Ding? Vielleicht brauchen wir das hier noch. Ja, ich wollte nur Platz schaffen. Ach so, machen. Sie wollten. Aha. Wer weiß, was jetzt hier gebaut wird. Ja, ja, ein Parkplatz. Ein Wandbau, nee, ein Parkplatz wird das nicht werden. Ein Parkplatz. Meinen Sie, das wird der Parkplatz? Ja, Parkplatz. Oh, er zuckelt hier, ne? Ja, der zuckelt. Oh. Ruki zuki. Ruki zuki. Was war das denn jetzt? Wo sind Sie eigentlich? Haben Sie eine Hose gemacht, habe ich? Ich stehe da, wo ich hingehöre. Ach so, Sie stehen da oben drüben. Ja. Staunen Sie wieder, ne? Da sind wir ja schon wieder durch hier, ne? Fängt die schon wieder damit an. Doch. Haben Sie noch was von doch. Diesem Roten? What? Von dem Roten? Was hört der denn da oben? Machen Sie mal Ihr Mikro aus. Was denn für einen Roten? Ja, den Sie mir letztes Mal gegeben haben. Der nee. War lecker. Nee, Roten haben wir nicht, wir haben nur Marille. Ach so, nee, den... Der Rote, der war gut. Moment, ich habe gar keine Roten gehabt. Das war Marille, was sie getrunken haben. Was? Ja, sicher. Ich sagte, die nehmen sie aber von dem Roten, Guten. Oder haben sie Guten gesagt? Ne, Guten haben sie wirklich. Ja, genau, Guten. Ich habe nicht Roten gesagt. Okay. Platsch. Dafür müssen wir gleich ausbauen, auspacken. Auspacken? Die machen wollen Sie das oder soll ich das machen? Ich kann das auch machen. Ja. Aber Sie müssen mich befördern, damit ich das kann. Habe ich schon. Nein. Ja. Ehrlich? Ja, sicher. Boah. Sind ja voll durch, ey. Ja. Wollen Sie mal meinen Lieferkleinerer sehen? Nein. Herr Finch, Sie können gucken. Nee, ich bin hier beschäftigt. Das würde ich jetzt auch sagen. Gehen Sie mal zu ihm da oben. Der will den mal aus der Nähe betrachten. Nee. Das war Ihre Idee. Guck mal, der hat schon sehr schnell, ne? Könnt ihr mal bei der Rocklady nachgucken, Leute. Nein. Wenn ihr das mal genau wissen wollt, könnt ihr das mal nachgucken. Könnt ihr euch bei der Herrn Hoxens kleines Glied verkleinern, ja. Unter, was war das nochmal eigentlich? Mhm. Das war doch Dying Light, war das doch, ne? Ja, das war Dying Light, war das. Boah, das ruckelt aber auch, ne? Ja. Die Performance ist aber nicht besser geworden. Boah. Guck dir das mal an. Oder hast du da irgendwie rot bei dir? Nee, ich hab grün wieder. Ja, der ruckelt aber wie Ei. Ja, ist Synchronisation. Da gibt es auch andere Spiele, die damit Probleme haben. Ist einfach so. Servermäßig. Oh, bitte schön. So. Mauern. Ja. Dann mauer ich mal, ne? Nein, ich will mauern. Lass mich mauern. Ich muss mauern. Wie geht das denn? da, Wandmauern. Ich mach mal. Guck sich das an. Ja, guck sich mal, da machst du mal eben mit der Hand so auf dem Boden. Markierten Bereich räumen. Was für markierten Bereich? Ist ja, du musst hier runter. Ja, sie auch. Katsching,
Oi, ja, ja, hast du gesehen, wie hier war? Sag mal. Aber dann ist ja ein Bau, der hier eigentlich gar nicht zugehört. Ne? Wieso geht er denn so schnell? Das ist doch nicht normal, oder? Warte mal, ja, ich mauere auch nochmal eine. Was hast du denn da gemacht? Hast du dich eingestellt. Ich habe nichts eingestellt. Der kann ja auch nicht. Der hat gestartet. Ja, der, aber wenn... Der wenn, war automatisch drin. Ich kann gerne nochmal gucken, aber der ist... Warte mal, ich mauere noch ein. Ich kann hier gar... Ich sehe hier gar nichts. Ich markiere den Bereich räumen. Ich räume mal eben. Oh, ist mich von der Wand gelaufen. Nö, ist alles auf hoch, ist alles richtig. Wandmauern, darf ich mal dahin? Ich bin der Maurer. Siehst du noch die Ziegel? Ja, sicher. Ja, ich sehe die gar nicht mehr. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich mauere. So, ich mauere. Darf ich auch mal mauern? Oder? Ja, sie dürfen jetzt die letzte Mauer mauern. Darf ich? Okay, dann mauere ich. Ich gehe aber mal hier weg. So, mauern Sie mal. Jawohl, habe ich gemauert. Markierten Bereich räumen. So, Kaching. Kaching Gordon. Chingong. Oh. So, 6-mal Deckenelemente. Jeffin, lassen Sie liegen. Ich guck mir noch mal die Details an hier. Schau dich das mal an. Müllsäcke. Was ist das denn hier? Oh, eine Toilette. Oh, eigentlich. Was? Wo ist die Toilette? Hier. Ich sehe keine Toilette. Oh, ich habe gerade einen Specht gehört. Ach, da. Haben Sie auch den Specht gehört? Was? Ein Specht. Was Sie mal hören, das war das Schwarzlürchen. Das war ein Specht. Hier ist die Toilette? Das ist aber ein schmaler Rinnsal hier. Ja, Sie müssen auch rückwärts reingehen. Ja, ja. Die kennen das ja, ne? Vorher nur so mal nebenbei, nur damit Sie das wissen. Herr Hoxton! Ja, Sie wissen, was ich meine damit. Die Toilette wie zu Hause. Absolut. Rückwärts rein, Hose runter, rückwärts rein. Ja, das ist ja hier nur das. Kommen Sie mal hier rüber. Waschbecken, schönen da passt Morgen. Nur eine Hand rein. Kommen Sie mal hier. Nee, ich kann nicht. Kommen Sie mal hier hin. Nein, hier ich hin. Muss hier beobachten. Hier, hier hin. Warten Sie. Ich habe hier ein Schwarzlöhrchen hier. Warten Sie. Auf der Hand. Gucken Sie mal. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Alter, Morgen. Was wird das hier überhaupt? Für das wird die Kantine. Was möchten Sie essen? Oh, warten Sie mal. Ja, was darf ich Ihnen geben? Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich guck mal auf die Tafel. Was haben Sie denn? Moment, darf ich erstmal Ihren Eintrittskarte sehen? Schlumpfsuppe. Sie haben noch keine Eintrittskarte. Moment, da müssen Sie einmal nach drüben kommen. Warten Sie. Ja. Einmal bitte hier rüber kommen. Warten Sie. Ja. Kommen Sie einmal hier rüber, hier draußen. Ja. Einmal um die Ecke. Einmal um die Ecke. Ja. Guten Morgen. 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 Einmal erwachsen, bitte. Haben Sie schon eine Parkkarte? Was für eine Parkkarte? Ja, dann müssen Sie einmal hier zu der Kollegin. Guten Morgen. Morgen, ich hätte gerne eine Parkkarte. Ja, das macht 20,50 Euro. Ist das für den ganzen Tag? Nein, das ist für Ihr Auto. Achso. Okay, dann einmal 20,50 Euro. Jawohl. Einmal die Parkkarte, bitte. Ja, bitteschön. Eintrittskarte, wo kriege ich die? Die kriegen Sie bei der Kollegin nebenan. Achso, okay. Guck mich, dass die Kollegin immer gleich aussieht. Hallo? Hallo, guten einmal Tag. Einmal erwachsen, bitte. Ja, das sind 40,50 Euro. Wie viel? 40,50 Euro. Ich habe gerade 20,50 Euro für Parkkarte bezahlt. Aber dort, da kommt mir so bekannt vor. Ja, mir auch. 37 irgendwas. Okay, 34, 40,50 Euro. Danke. Ja. Ja. Jetzt möchte ich was essen. Der Currywurst. Hallo. Ja, Moment, hallo? Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Schönen guten Morgen. Morgen. Haben Sie eine Eintrittskarte? Ja, hier, da. Haben Sie auch die Parkkarte? Ah, hier, da. Ah, Sie sind gut vorbereitet. Was möchten Sie denn essen? Ich hätte gerne einmal Schlumpfsuppe und, Otternasen, eine Tüte Otternasen. Ja, warten Sie, ich guck mal eben nach. Ja. Die Schlumpfsuppe ist noch nicht fertig und die Otternasen, die werden noch geliefert. Können Sie später nochmal wiederkommen? Aber was zu trinken hätte ich gerne, einmal Ocelotmilch. Moment, ich guck mal im Kübel. Da bin ich der Einzige, der immer locht, ey. Ich hätte noch Kondensmilch. Nehmen Sie die auch? Nein, ich brauche Ocelotmilch. Ich vertrage das nicht. Oh, die kommt später. Weil ich kriege dann immer so... Wie soll ich Ihnen das sagen? Die werden mit den Otternasen geliefert. Kommen Sie mal näher. Bitte? Wenn ich Kondensmilch nehme, bekomme ich immer so einen ganz dünnen... Sie wissen schon. Ach so. Einen ganz dünnen Schiss... Ah, okay. Das läuft dann alle Beine runter. Ja, dann kommen Sie später am besten nochmal wieder, wenn die Otternasen da sind. Ja, ich möchte aber die Ocelotmilch. Ja, die kommen ja, werden ja geliefert. Ach so. Sie werden das dann sehen.
Okay, okay. Bis später. Dann komme ich später wieder. Danke. Danke. Oh, Herr Fisch. Oh, oh, jetzt. Oh, 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 dicken Element. So, machst du? Ja, löst wie mal ab hier, komm. Ja, komm, ich löse. Du Ozelot, Milch, du. Ja, die Tüte Otternasen ist mir aber wichtiger. Oh, der Herr Finch. Ja, der Herr Finch. So. Kommen Sie mal zu mir. Hallo, ja. Schönen guten Morgen. Moin. Möchten Sie was essen oder trinken? Ja, ich weiß, ich muss erst eine Parkkarte haben. Sie haben keine Parkkarte, Sie brauchen... Nee. Aber haben Sie eine Eintrittskarte? Nein. Auch nicht, ja, dann müssen Sie einmal zu der Kollegin um die Ecke. Ja. Ich mache hier mal ein Dach, ne? Eben schnell, so, dass wir hier... Wie war das mit dem Drehen nochmal? Gehen Sie mal bitte nach draußen. Sie haben nur gesagt, um die Ecke. Wie kann ich nochmal drehen? Morgen. Moin. Hallo. Möchten Sie eine Eintrittskarte? Ja. Ja? Haben Sie auch eine Parkkarte? Nein. Dann müssen Sie einmal zu der Kollegin nebenan. Ja, dachte ich mir. Schönen guten Morgen. Ja, Sie sehen genauso aus wie die Kollegin von gerade. Ja, ist meine Schwester, Zwillingsschwester. Ach so, ja. Also eine Parkkarte. Eine Parkkarte? Ja. 30,50 Euro. Ja, bitteschön. Ah, ja, und 10 zurück, jawohl. Jawohl, so. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, hier bin ich. Ja. Einmal Eintrittskarte. Ja, 50,50 Euro. Hä, wird ja mal teurer. Ich wollte gerade sagen, ist ja teurer wie bei dem Kollegen da. Ja, der Kollege ist ja auch, der ist ja nicht so gebräunt wie Sie. Also, Sie haben ja Geld. Also, dementsprechend gehen Sie ja oft im Urlaub und... Ja. Dann können Sie sich das ja auch leisten. Ja, einmal mit Karte, bitte. Ja, warten Sie, ich zieh durch. Oh, hat nicht funktioniert, ich zieh noch mal durch. Ja, aber Sie müssen... Zieh durch den richtigen Schlitz, bitte. So, bitteschön. So. Deswegen, ja, deswegen hat sie so komisch gegrinst gerade. So, jetzt, wo kriegen wir zu essen? Ja, den, einmal rechts um die Ecke zu der Kollegin, bitte. Ja, rechts um die Ecke, okay. Rechts um die Ecke. Links um die Ecke. Nee, das war mein Rechts. Ach, dein Rechts. Das war mein Rechts. Ah, da sind sie ja wieder. Nee, tut mir leid, wir haben Mittagspause. Wie Mittagspause? Hey, herrscht eine Menge Respektlosigkeit. Ehrlich. Gewerkschaft. Ja, Gewerkschaft. So, wie sieht's denn hier aus? 12 Uhr durch. Ja, wie soll's denn aussehen? Wie soll es denn Ihrer Meinung nach aussehen? Hat der Magen jetzt geknurrt bei Ihnen, Herr Finch? Ja, ein bisschen vielleicht. Hat er erst eine Platte drauf? Also, das geht schneller, ne? Ne, zwei Platten habe ich. Ja, wissen Sie was? Bitteschön. Wenn Sie meinen, Sie können das schneller. Nein, ich wollte Herr Finch. Ja, bitteschön. Nee, ich habe schon gemacht. Bitteschön. Er hat schon. Er hat schon häufiger gemacht, was? Was? Häufchen? Oh je. Alter. Wie geht er denn nochmal hier mit dem... Ja, aber große Fresse vorher, weißt du? Pass auf, die haut dir den Bimmel vor den Kopf hier. Mhm. Bleiben Sie hier. Ich hau mal weg. Ja, ich gehe auch um die Ecke, ey. Habe ich eigentlich schon ein Foto gemacht? Nee, ne? Und räumen Sie mir da nicht alles leer, ich hab schon wieder Schiss, weißt du? Ich drücke jetzt F8, Leute. F8, ihr seid dabei? So, ich gehe mal rein, ich habe Hunger. Wie, jetzt räumt er mir alles leer da? Alter. Ja. Das funktioniert schon wieder nicht. Ich krieg einen am Kopf hier. So, fertig. Leute, was ist denn mit dem Fotomodus hier? Warum funktioniert das nicht? Das ist doch Kacke. Doch Kacke. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich drücke F8. Wir gucken nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt ohne Scheiß, ne? Das ist doch nicht korrekt, ey. Ich kann doch nicht jedes Mal, ey, das geht doch nicht. Ja. Aber ist schon interessant, Leute. F8, ne? Guckt euch das an, F8. Soll ich F6 machen vielleicht? Muss man ja sagen, ist ja wirklich interessant. Moment. Wir haben das so. Ja, ja, F8. Ich mach jetzt mal was anderes. Ich mach jetzt mal einfach F. Also bringt ja auch nichts. F5. So, zuweisen. F5. Da. Drück jetzt F5, weil irgendeine Taste muss halt ja... Übrigens, ihr seht F5 das, ne? Was sehen wir? Was ich da oben gerade drauf setze, ne? Ja. Ein Dach. Ja, und ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Ja. Nee. Warte. Gut. Was kommt denn jetzt? Ja, guck doch mal, was das für ein Dach ist. Ich muss mal eben...
Herr Finch? Ja, ich lager schon mal aus. Sehr schön. Der Fotomodus, was denn? Was kommt denn jetzt? Lager aus. Einmal was für den Herrn Hoxton. Ach nee, und nee. Einmal was für mich. So. Okay. Komm, wir hauen ab. Ich spring schon mal rein. Ja. Ja, Leute, ihr wisst, wir sind ja schon routiniert hier. Und dementsprechend war jetzt klar, dass wir da nicht mehr. War ja wieder logisch. Fackeln müssen. Ja. Warum? Es lässt sich ja schon erahnen, was jetzt als nächstes. Aber es sei denn, er macht das automatisch. Das wissen wir natürlich nicht. Moment, ich muss mal eben wieder umstellen. Uiuiuiuiuiui. Ich falle einfach mal hinterher, ja? Jupp. Wieso Jupp? Rettelele. Dann fahren sie durch. Ich könnte ja schon mal auffüllen eigentlich, ne? Nein, warten Sie doch erstmal. Vielleicht macht er das automatisch. Wer macht das ja, automatisch? Seit wann ist das denn so? Nein, ich meine, dass er das automatisch gießt, dass der Arbeitsschritt übersprungen wird. So wie gerade mit der Mauer, wissen Sie? Vielleicht ist da so viel Arbeit hier. Ja, dann hätten wir das nicht auslagern brauchen. Ja, das war ja jetzt in weiser Voraussicht, damit ihr schon mal was zu tun habt. Ach so. So ist das. Bin mal gespannt, okay, ob Sie das schaffen, dass Sie in der Zeit, wie wir hier rumeiern, dass Sie schon mal die beiden letzten dicken Elemente da drauf packen. Wie kommen Sie darauf, dass das nur noch zwei sind? Weil ich das sehe. Ach so. Wie sehen Sie das denn? Naja, steht bei mir im Bildschirm oben links. Ach so, da. Sie sind ja ganz schön überwacht hier, ey. Wirklich. Ja, da kann ich nichts für, das steht da auf jeden Fall. Es sei denn, man kann das ausblenden. Was ich aber nicht glaube. Ich komme mir so überwacht vor, ja. Was heißt denn oi oi oi? Och, nix. Was heißt jetzt hier oi oi oi, Freunde? Ja, oi 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 heißt das. Mann. So, Freunde, jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Weil jetzt ist hier keiner. Herr Ochsen, kommen Sie zu mir? Ich fahre gerade. Ja, weil Sie wollen doch bestimmt den Abschnitt zu Ende sehen. Ne? Ja, warten Sie doch eben. Ja. Dann lege ich das noch nicht drauf. Da unten kommen Sie mit der Pumpe. Genau, Betonpumpe und Beton. Ich lache mich gerade, aber wir werden das Ding noch brauchen, gehe ich davon aus. Was wir haben, haben wir. Richtig. Haben wir. Und eingelagert werden kann immer. Richtig. So. Vinci, stelle ich hier oben hin. Hä? Stelle ich hier oben drauf. Stelle ich da breitbeinig hin. Möchten Sie das von auflegen? Weil dann können Sie da auch gleich ein Foto machen. Ja, das funktioniert ja nicht mit dem. Ach so, okay. Dann ich habe das ja alle schon versucht. Das geht. Sagen Sie, wenn Sie bereit sind. Warten Sie mal, ich gucke noch mal, ob ich jetzt machen kann. Ja, jetzt kann ich ein Foto machen. Moment. Machen Sie nichts. Machen Sie nichts einfach. Einfach nichts machen. Mach jetzt einfach mal ein Foto. Ja, der macht auch nur dann, weil er Bock hat. Rettelele. Okay, Sie können. Okay, ich lege ab. Legen Sie auf. Nicht fallen lassen, drauflegen. Ach was. Ja. Sagen Sie an. Ja, habe ich ja gesagt. Runter. Und klack. Klack. So. Es wird gegossen. So, pass auf, ich fahre jetzt alle Seite. Also war die Idee schon gar nicht mehr verkehrt. Kannst du Teil schon mal da, was weiß ich. Aufbauen. Also wenn der Investor damit nicht zufrieden ist, müssen wir das alles wieder abreißen. Was hat der Investor damit zu tun? Der ist doch ganz außer Dings. Ja, außer. Wir haben ja nicht wir bauen das doch alles hinter seinem Rücken. Das stimmt allerdings. Weil er doch meint, wir wären nicht in der Lage dazu, das zu tun. Nein, nicht hinter seinem Rücken, aber wir haben den Auftrag der Bürgermeisterin bekommen. Nee, wir machen das hinter seinem Rücken. Was? Ja, sicher. Ah. Routiniert, wie wir sind, ne, Freunde? Ich fahr mal eben den Lümmel hinten aus. Oh Gott. Ich fülle auf. Jawohl. Ja. Und jetzt kommt der Gießer der Nation. Ich meine, der so, Finchi, bist du bereit? Dann komme ich ran. Ja, komm ran. Der Finchi hat den Arm schon draußen. Ich habe die Flöte schon ausgefahren. Ja.
Oh, was ist denn hier oben? Oh. Wie, was ist da oben? Was soll denn da oben sein? Oh, was ist das? Oh. Warte. Hm. Oh, scheiße, ich bin zu weit vorgefahren. Ah. So, Vinci? Jo. Lass laufen. Lass lopen. Läuft. Jo. Was macht die denn da? Die besäuft sich da. Oh ja, puh. Was soll das? Was ist das für ein Zeug? Ey, Finchi! Ja? Die Chefin säuft unser Marille weg. Wie geht das denn? Das sollst du gleich mal schön neue holen. Oh. Ja. Oh, schüttelt und rührt. Oh Gott. Oi, oi, oi. Was macht die da? Warte mal, ist ja noch ein Fläschchen. Oh, warte mal. Hallo? Alter, die säuft uns alles weg. Ey, Schluckspecht. Boah, das gibt's ja gar nicht. Was macht die da? Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ja, springen sie. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe mal schnell runter. Alter, ist die immer noch im Kran? Das kann doch hier nicht sein. Die säuft uns alles weg. Ach, guten Morgen, die Herrschaften. Ja, ja. Die gehen ein bisschen eierig, kann das sein? Nein. Auf keinen Fall. So, wir müssen gießen. Leute, seht ihr das hier? Also, die Synchronisation lässt gerade mal wieder zu wünschen übrig. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Interner eben. Leute, guck dich das mal bitte an, wo die Stelzen stehen. Guck mal drauf. Kleinen Interner. In der Gruppe. Oh yeah. Das sieht ja sehr nice aus. Also ein bisschen. Ui, hier, hier ist noch ein bisschen besser zu sehen von der anderen Seite. Es sieht sehr gut aus. Also ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Ja. Schaut mal bitte. Also, naja, gut. Oh, yeah. Aber grün, weißt du, Hauptsache grün. Ja, ja. Grün. Grün ist alles. Chefin? Ja. Schmeckt, ne? Was? Alles gut. Ja, ja, natürlich. Oh, die Stelzen sind bei mir genauso. Oh. Die sind, glaube ich, so hier. Wie, die sind so? Ja, hier ist ein Stab. Hier ist eine Stange. Stelzenstange. Stelzenstange? Ja. Ist schön, dass Sie eine Stelzenstange sehen. Warum laufen Sie da oben rum? Was soll das? Ja, dann kann ich die Stelzenstange besser sehen. Was haben Sie da oben getrunken? Ups. Eine Stelzenstange? Ah. Herr Finch, gehen Sie auch mal nach oben. Da haben Sie ein gutes Auge. Nee, ich bin am Arbeiten. Ach ja, stimmt ja. Herr Hoxen, gehen Sie mal nach oben. Ja, ich bin am Arbeiten. Ach so. Oh, ja, Kopf in die Rinde. Na, gucken Sie mal, ob die Ocelot-Milch da ist. Achso, nee, die ist nicht mehr da. Die ist. Die ist nicht mehr da. Die ist schon klumpig, ist schon Sahne geworden. Oh, ja, die Gott. Ist vermischt mit der Kondens-Gedingsmilch. Sind wir denn schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Okay, also ich guck mal. Ich klatter mal. Flattermar? Ah, nee, da ist er. Oh Mann. Oh, Katsching. Was war das? Ach so, haben sie aufgefüllt. 92%. Perfekt. Läuft, ne? 92%. Perfekt. 96%. Leute, das kriegt ihr noch mit hier. 98, 99 und 100. Katsching. Warte, ich will Gießen ausmachen. Markierten Bereich räumen. So, warte, ich fahre schon mal runter. Aber das war wahrscheinlich noch nicht alles. Sie müssen Materialien. Dachelement Holzrahmen holen. Und wir müssen Palettenholz und Palettenisolierung holen. Oh, wir haben schon die Seitenelemente hier. Haben Sie, wer hat das denn gemauert hier? Mal eben. Ja, wie, wer hat das gemauert? Ja, hier hat einer gemauert. Der Chef. Ach so, Sie. So, können Sie, jetzt,
Können Sie mal die Dachelemente schon mal die Palettenisolierung und die Palettenholz holen? Ja, ich kann sie bestellen. Ja, bitte. Ja, wie macht man das? Sollen wir die Dachelemente Holzrahmen holen? Wie macht man das? Sie gehen auf den Shop. Wie? Achso, auf Karte und dann einfach einen Shop, ja? Ja, genau. Okay, eine Palette Holz, zwei Paletten Isolierung nur. Betreten, ne? Ja, bitte. So, sagen Sie mal, was brauche ich? Eine Palette Holz, zwei Paletten Isolierung. wieso steht... Achso. Eine Palette Holz, die ich hier nicht finde. Eine Palette Holz. Und zwei Paletten Isolierung. So, Chef, was wollen wir holen? Wir wollen die Paket Dachelement Holzrahmen. Zwei habe ich. Ja, dann... Aber ich finde die Palette Holz nicht. Ich weiß nicht, müssen wir einen Tiefler dafür haben, oder? Bestimmt. Genau. Also die Palette Holz finde ich nicht. Die Isolierung habe ich. Warten Sie mal. Wir haben schon ziemlich spät. Wir gehen mal zu Herrn Hoxton. Ach da, Moment, stopp. Habe ich? Ja. Jetzt muss ich wohin? Zur Kasse, ne? Ja, und dann lassen Sie die zur Baustelle. Zur Baustelle liefern. Genau. Kaufen. Habe ich. Und wo sind die? Da hinten. Da hinten. Okay. Ja, und ich würde sagen, das machen wir dann morgen früh weiter. Denke ich auch. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.